ja noch mitfilmen können. Willst du, da ist noch was liegen, gell? Ja, aber ich nehme es später, ist es für Ratchet. Ich hoffe, es gibt halt den Müller brauchen heute. Ach so. Ja. Ja. Also ich komme auf 90 Euro. Perfekt. Das reicht gerade. Das reicht. So. Mein Freund Team, boah. Die Leute verkaufen nur noch. Wieso? Alles weg. Nein, ich sag die kaufen. Also alles. Danke. Meine Kunden hier, die verkaufen nur. Jetzt gerade wieder Xbox, PlayStation 4, die verkaufen nur noch. So. Alle wollen Zeug loswerden. Okay. Irgendwie schon, ja. So, danke schön. Danke, gell? Ich komme nächste Woche Zeug abholen. Alles klar, okay. Gell? Mach's gut, ciao. So, meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen auf Game Center VS. Hier ist wieder euer Crasho mit einem neuen geilen Video. Ja, ich habe wieder euch eine neue Folge hier aus dem Laden, wie ich Sachen an- und verkaufe. Ja, man sieht ja, wir haben hier alles Mögliche. Wir machen so Thekenankauf, also wir filmen die Theke, wie wir Sachen an- und verkaufen. Seid gespannt, ist eine geile Folge. Und übrigens findet ihr uns auf Twitch live, also wir streamen auch live auf Twitch unter Game Center VS täglich jetzt. Ich bin wieder aus dem Urlaub zurück, bisschen braun. Hat gut getan, ein bisschen abschalten. Ja, und jetzt sind wir wieder am Start. Neues Video, seid gespannt. Es ist richtig geil. Es ist ein Supporter dabei aus Twitch, PC Faultier. Der hat eine riesen Sammlung mitgebracht. Also Haufen Gameboy, Pokémon, Sachen etc. Es wird eine geile Folge. Also, ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Wir sehen uns gleich. Woohoo! Ja, schauen wir mal, was du hast. Warte, Moment, ich guck mal, ob überall alles drin ist, weil ich hab auf Schnelle eingepackt. Auf die Schnelle? Ja, dass ich mein Biss erwische. Also offen. Ja. Also FIFA 18 und Pro Evo, das kann stehen lassen. Also das braucht man nicht mehr. Ja, das sonst. Ich will es auch gar nicht behalten, wenn sie möchten, kannst du auch so haben. Das Problem ist, guck mal, GTA, Riesenkratzer, bleibt Fingernagel hängen, kann ich dir leider nicht abholen. Okay. Und Minecraft. Jena. Okay, nee. Ja, ist keine CD drin. Mhm. Für das Ghost, das kann ich dann noch einen Fünfer anbieten, aber okay. Das war. Und ich habe sowas, ich benutze es nicht. Ich kenne das, aber habe ich keinen Kunden dafür. Ah, okay. Okay. Gut. Ja, alles klar. Ich gebe dir hier einen Fünfer. Ja, schon wieder. Meine kleine Scheine, ja, das gibt's ja wohl nicht. Ich hab's da oben. Ah, da vorne ist gut. Ich geh da rein hier. So, 5 Euro, gell? Dankeschön. Dankeschön. Ciao. Ciao. Ist auf jeden Fall einiges. Wir dachten uns, wir bringen das mit, dann haben wir auch Platz in den Schränken für sein Zeug später, wenn er umzieht von oben. Okay. Ja, jetzt guck mal halt mal, was du da dabei hast. Können wir erstmal hier auf den Tresen stellen. Ja, also auf jeden Fall, die Spiele funktionieren alle. Bei den Super Nintendo und 65 hat man gerne mal einen dritten Anlauf gebraucht, wo dann es auch funktioniert. Ja, ich habe gesehen, das Gerät ist schon relativ gelb. Bei Super Nintendo keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Die ganze Zeit im Karton, im Keller und ja. Mama gehört noch eine Nudelbox, ich sollte eine mitbringen, weil sie lädt aus den Kippen auch. Ja, nein, ich habe mich mal gefrühstückt. Das hat funktioniert. Ich habe mich irgendwie, kann es sein, dass hier unten noch grau ist und hier oben irgendwie diese gelbe Farbe hat. Ist von der Sonne, ja. Es liegt am Weichmacher. Okay. Nee, die 5. Nudelfleisch. Nee, ist eine Schülerbox. Hey, das ist ja groß oder klein? Ja, groß wegen dem Euro. Immer noch Halterung für den DS, kann man den Ladekabel reinstecken, kann man so aufladen. Kenn ich. Original Controller. Okay. Schatz, das war das doch. Hm? So, das ist wirklich so. Der weiße Funk, ja, da ist alles okay, oder? Den habe ich bis vorgestern noch benutzt. Also wenn er nicht gestern einen Schlag bekommen hat, also speziell, weil er war direkt verpackt, da funktioniert er auch einfach.
Da kannst du gerne alles testen. Da ist der Kabel, den wir angesprochen haben, leider nicht im Original, aber die hat einen Hasen. Ja, ja, okay. Hasen hatten auch Hunger. So Zubehörzeugs. So Zubehörgläser für den alten Gameboy und für den Advance. Funktionieren. Ich habe mein Kabel gefunden, der ist bei mir im Nachttisch. Ach cool. Habe ich schon wenigstens. Bin ich in andere Gameboy-Spiele. Ah, Schatz hier. Dein. Und da ist der PS5-Controller, der damals ja schon genutzt wurde. Ja gut, die Spiele sind in Top 2 schon da, also die waren die ganze in der Box gewesen. Ja. Also sieht man auch gelb-rot, so. Wenn man schon noch die Originalverpackung ist im Zustand, da könnte man sie gleich teuer verkaufen. Das ist der Koller. Das habe ich schon. Warte mal. Nur langsam, nur langsam. Ich sag schau mal, Ware drin. So, Faultier. Wie kommt man auf den Namen Faultier? Ich bin ein gemütlicher Mensch. Echt? Ja. Alles am Stream. Ich habe schon ein Faultier. Der hat bestimmt mit seinem Ast vorbei. Ich habe den Ast habe ich ein Ding mitgebracht. Was ist das für ein Kabel? Den brauchen wir noch. Das ist unser. Den habe ich in der Powerbank mit eingepackt. Ach so. Okay. Genau, und hier haben wir halt noch zwei Game Boy Advance. Mhm. Und die andere Verpackung. Da ach so, da ist nur die, das ist genau, nur die Tasche. Da müssen wir noch kurz Staubsaugen mal dran. Ach so, gehst du. Ja, ist noch zur Hälfte oder komplett voll. Ist eine Folie drauf, das ist so komisch. Aus. In den Dingern sind auch noch Spieler drin. Aber nicht in allen, oder? Doch, doch, in allen. Ja, okay. Ja. Also da habt ihr die Hüllen nicht mehr dazu, oder? Genau. Man kennt so was Platz schaffen. Das erste, was man entsorgt, sind Hüllen und Kartons. Nintendo, Mario Kart. Ich hatte einen Fall. Ja. Das ist natürlich auch 12 Faultier. Ja, das ist mal das, was ich mit so einem Gelbstich und den habe ich nochmal so einen extra Teil gekauft, weil der weg war. Aber so funktioniert er einwandfrei. Vorgestern nochmal mit Batterien getestet. Ah, kein Deckel, richtig. Ja, da ist nochmal ein besagter Frankreich. Also. Der Gameboy muss jetzt kaputt sein. Das hat sich nicht einmal so gut drum gekümmert. Und sehen tut er auch problemlos. Der sieht noch gut aus. Ich könnte mir einen Platz machen, dass ich da auch noch reinpasse. Ja, da ist schon dabei. Da ist ja auch noch ein Gameboy Color drin. Ja. Habt ihr noch jede Menge Zeug mitgebracht? Ja. Das muss sich auch lohnen, wenn man schon herkommt, gell? Wie lange seid ihr gefahren jetzt? 4 Stunden. Ja. Von wo? Von Mannheim. Ne, Ludwigshausen sind wir okay. Ja, da kommt aber der Firewalker und so auch her. Mhm. Die kommen ja auch am Samstag. Ja, ab morgen habe ich keine Zeit mehr, weil sie bekommt ihre Zweitimpfung von Corona und wird dann erstmal flach in den nächsten Tagen. Wahrscheinlich. Ja. Ich hoffe nicht AstraZeneca. Ne, BioNTech. Okay. Ist wahrscheinlich auch nicht besser, weil es das heißt jetzt, dass es auch was war es gewesen? In den Zündungen im Herzen muss der Aufbau sein. Ich habe gleich einen Johnson & Johnson Wirkstoff. Ja, da hast du Fieber gedrückt. Ja, fast 39 Grad am Montag und hast dich auch durchgezogen. Und du bist schon im EM-Fieber. Ja. Ne? Sehe ich gerade. Ich habe ja gesagt, sie läuft wie so eine Deutschlandflagge rum. Ja, gell? Was, du bist froh, wenn du jetzt einen Gengar und einen Controller kriegst, oder wie? Wenn das möglich wäre, würde ich mich freuen. Wenn noch den Gengar, den hole ich wir wollen natürlich noch mehr mitnehmen, außer. Ich gehe mal kurz den Gengar holen.
Schatz, das kriegen wir. Okay. Dann würden wir natürlich noch ein bisschen was mitnehmen. Ist das okay für euch, 560? Vollkommen okay. So viel hast du gar nicht gerechnet. Ich habe im Bruchteil gerechnet. Wie viel? Ich habe im Bruchteil gerechnet. So, wie viel? Wenn es noch 100 Tage sind, bin ich schon froh drum. Nein, also man muss schon fair. Nein, nein, 560 ist schon. Ja, liegt daran, dass ich sonst immer bei einer anderen Konkurrenz bin und ja, die haben immer solche komischen. Da hat sich doch die Fahrt dann wieder gelohnt. Ja, definitiv. Nee, für mich ist es okay. Klar, mein sowas hier, das ist okay. Aber ist okay. Ja. Du, das sind Pokémon-Spieler, ist ein Gameboy dabei, ja, nochmal ein Gameboy. Ja, ich meine. Ja. Ich hoffe, da kaufen sie es auch so gut dann. Gucken, zwar 560 ist zwar ein Haufen Kohle für so ein bisschen, aber ich hab's hoffentlich richtig ausgerechnet. Doch, doch, hab ich schon. Das Gänger packen wir mit ein, dein Controller packen wir mit ein. Ja, sonst guckt euch einfach in Ruhe. Ja, wir wollten eigentlich die ganze Summe in gleich umtauschen. So. Also wir wollten kein Bar mitnehmen, sondern wir wollten wirklich so ja, gut, was aus dem Laden rausnehmen. Ja, die ganze Summe wäre ein bisschen übertrieben, manchmal. Ja, der Rest kommt dann auf sein Sparbuch dann. Ja, jetzt guckt halt mal in Ruhe. Ich habe so ein Sparbuch dann extra. Ja, ah, okay. Jetzt guckt euch mal in Ruhe um, was ihr finden würdet. Ich muss das mal jetzt in Karton packen. Ja. Dieses, ihr habt noch mehr als noch eine Tasche da für die Switch, weil es so eine kleinere Tasche sein muss. Aber wir sehen jetzt nur die eine. So, ich weiß nicht, ob sie die verkauft haben, weil wir haben die, wir hatten 5-6 Stück. Ich weiß nicht, ob sie die irgendwo weggepackt haben. Ich frage sie gleich, wenn sie zurückkommen. Auf jeden Fall schon mal dein Controller, Schatz. Ja. Der Gänger ist, glaube ich, unten im Keller. Nach Pokémon, glaube ich, gehört, sind voll im Berg langsam. So, die steigen immer wieder. Ja, 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 ja. Mal gucken, wie lang. Ich bin nur froh, es nicht wieder zurückschleppen zu müssen. Nö, nö. Das haben wir zu Tour. Das war ja Blödsinn. Ja, das sieht auch für das geht, dann schauen wir mal einen Computer damit. Ja, für den PC aus der Series X. Doch hat er, ja. Echt? Davon habe ich gesehen. Ob da auch was drin ist, weiß ich nicht. Was hat? Er will unbedingt den gelben Xbox-Controller. Der ist drin, ja, ja. Da ist da dieser. Ja, siehst du schon, dann hast du das. Ja, genau, hier, dieser E-Volt. Ja, ist gut, dann hast du das, was du willst. Ich habe zwar leider meine Xbox verkauft gehabt, aber ich habe noch einen PC, wo er funktionieren würde. Ah, okay. Einmal Spider-Man für 50, einmal Spider-Man für 40. Also zweimal das gleiche Spiel gebraucht, nur zwei unterschiedliche Preise. Ja, das ist noch der alte Preis, haben wir nicht. Am Zug sind wir auch blind, weißt du? Nee. Das ist einfach viel. Man muss den Kopf überall haben, deswegen dachte ich mir, das ist mal was. So. Tisch ist leer. Vielleicht ist noch ein bisschen Harry Potter Stuff mit dem Schatz. Also würde ich sagen, so. Okay, obwohl das eine Pistole ist, das ist ein Blödsatz. Dann können wir das ja abrechnen, wenn du magst. Ich mach schon mal ab. Das ist kein Blu-ray, gell? Das ist DVD, ja. Nein, das ist HD-DVD. Da brauchst du einen ganz speziellen Player. Brauchen wir einen speziellen? Ja, das würde ich weglassen, kriegst du nicht zum Laufen. Gibt es auch einen Blu-ray von oder eher nicht? Harry Potter kann man schrecken, weiß ich nicht. Da sind, guck mal, das ist alles voll hell. Ach Gott. Ja. Weil das wäre das Einzige, was mir in meiner Reihe noch fehlt, das Blu-ray, weil die habe ich auch auf VHS. Deswegen das und den habe ich vergessen. 70, genau. Ja. Und Ratchet & Clank noch drauf, oder? Genau. Das kommt morgen, habe ich gerade gesehen. Dann könnten wir es rausschicken. Kostet 80. Dann wärst du jetzt bei 344 minus 560. Würdest du noch 216 Euro rausbekommen. Ja, machen wir so. Machen wir so. Kriegst du das alles in deinen göttlichen Sack? Ah, das ist auf dem Gegner. Den muss ich schon mitnehmen. So, 200. Den werde ich halt so mitnehmen müssen.
Schatz, komm mal her, du Finanzen, du hast die Finanzen. Weil ich bin immer schaff und ich kann gar nichts ausgeben. Oh, ich sehe die Chefin des Geldes. Ich bin Queen. Shopping Queen. So, danke schön. 2,16. Ja, was denn, Portemonnaie? Boah, diese Hitze macht mich jetzt echt kacke. Ich kann dir den ganz kurz hier runterstellen. Achso, brauchen wir nichts. Achso, brauchst du den Wagen jetzt? Das hatte ich auch nicht aufgedacht. Aber versuch da jetzt auch so ein. Okay, alles klar. Nein, ich hätte die Spiele da. Achso, ja, okay. Ja, das ist rausgeflogen. Ja, da sieht man sich, glaube ich, morgen oder so wieder beim Stream, weil unterwegs habe ich einfach keinen guten Empfang. Nein, muss ja auch nicht. Versucht, aber irgendwie, es hat nicht so gut. Im Zug gibt es kein WLAN. Nicht so gut. Ach, Schatz, du musst irgendwie aufschneiden. Warte. Hast du eine Schere? Jo. Machen das. Was, du rennst freiwillig? Ja. Ah ja. Bora quasselt mir zu viel. Hm. Oh Gott, sehr anstrengend. Hat er gesagt, er hat alles verkauft. Ja. Was willst du jetzt an die PSP verkaufen? Ja, weil er will auch eine Switch. Aber ihr habt ja keine mehr, gell? Ich weiß gar nicht. Muss ich da nochmal checken. Eine gelbe war noch, aber weiß ich, was mit der ist. Und ich glaube, die andere hat Vivi verkauft gestern im Stream. Ja, sag ich mir einfach mal. Ich bin ja noch ein bisschen hier. Ja, kann man nachher mal Vivi fragen, wenn das von der Post kommt. Die Speicherkarte ist auch drin. Das könnte ich vielleicht zum Beispiel versteigern. Ne? So sieht sie eigentlich noch gut aus. Muss ein bisschen. Ich hab's ein bisschen sauber gemacht hier. Aber kannst du auch ausprobieren. Das sind die Spiele, wo man einspart, hier Kraft fahren. Meine Rechnung bezahle ich auch noch. Gell? Wenn dann hätte ich das ja getauscht gegen Switch in Arsch. Speicherkarte hast du Andy drin. Und Andy hast du die andere noch. Und das ist der Ladekabel. Ja, da komme ich auf 80 Euro. Für alles. Mhm. Okay. Ja, fast schon. Was soll ich dir sagen, ja. Junge Frau? Na ja, check ich mir mal ab, wenn die Vivi kommt. Ja, genau. Achso, dann soll man es stehen lassen, bis sie kommt und dann alles nachher zusammen verrechnen, oder wie? Ja. Da ist ja noch, glaube ich, das Call of Duty wollte ich noch, oder? Ja, das lasse ich jetzt erstmal da. Ah, okay. Da recht hole ich alles mit. Ja, mein nächstes Geld kommt erst am 15. dass ich nicht so hohe Rechnung habe, weil ich. Ja, klar. Mich nicht überkaufe. Mhm, das sollte ich bitte nicht machen, das sage ich immer wieder. Naja. Und so habe ich ja gestern schon gerechnet. Ich glaube, bin jetzt schon bei 113. Das passt dann schon noch. Aber ich meine, das Call of Duty hast du ja noch ein paar Stück da stehen. Ja, vielleicht habe ich einfach, weil ich nächste Woche am 15. kommt wieder Geld, dann kann ich, habe ich vielleicht Glück, dass du es ja noch da hast. Nee, alles gut. Aber der Rest, wo ich alles ersteigert habe, hole ich alles mit heute. Mhm. Genau. Dann warte ich draußen, ne? Ich habe mich aber eingetragen. Ja, da brauchst du die nachher nicht nochmal okay, eintragen. Okay. Dann machen wir es so. Dann warten wir draußen bis. Ja. Kommen wir und machen wir alles zusammen an. Achso, wenn wir das abziehen. Ich habe das noch nicht ausgerechnet. Mhm. Ja, vielleicht krieg ich ja noch mal eine rein. Ja, ich krieg ja immer wieder welche. Also, an dem soll es ja nicht liegen, okay. Junge Frau. Okay. Ja, gestern habe ich die gesehen, da habt ihr in den Status gehabt, da habe ich halt mal gefordert, aber die war dann schon weg, die blaue, weißt du? 80, 102. Da bin ich zu spät gekommen. 102. 112, 113, 50. Minus 80, gell? Stimmt das? Ja, stimmt. Punkt genau. Da sind es 33,50 noch drauf. Die war da drin. Ich
Naja, wir schauen mal, wie da auch immer. Ja, immer ein bisschen langsamer. 31, 50. So, 16,50. Geht's oder Tütle? Nee, ich hab Rucksack. Das war mein Rucksack. Noch gibt's aber nicht das Speed auf der Switch, gell? Was so alles gibt, gell? Auch auf der Switch gibt's ja auch viel. Viel, gell? Mhm. Gibt schon einiges. Macht auch richtig Spaß, weil er will jetzt auch eine. Hey, alle zockt ja wieder Switch. Ich hab keine. Jo, alle Mario Kart zocken, ja. Genau, darum geht's nämlich. Dann habe ich heute Morgen schon gefragt, der hat wie gesagt, ja, nur die große, so viel Geld habe ich jetzt gerade nicht gekriegt. Dann hätte ich mir ja auch die große geholt, weißt du, aber. Ja, nee. Vielleicht steht sie ja noch da, wenn ich wieder Kohle habe am Start. Ja. Ich darf einiges ausgeben. So. Was ist da? Einmal Metal Gear Tekken. Das sind dann 20, 30, 32 Euro. Brauchen Sie Tüte oder geht's? Tüte oder geht? Ja. So, danke. Oh, ja. Oh, nicht. Okay, alles klar. Dankeschön. Tschüss. Sind Sie noch, oder? Ja, ist schon da. Um was geht's denn? Ich wollte das hier verkaufen. Was wolltest du verkaufen? PlayStation 2 noch PS4-Spiele. Ich habe vorher auch angerufen. Ja. Ja, muss ich mir mal kurz anschauen, bitte. Ja, ich guck jetzt mal, wie der halt der Zustand ist. Also da sind auch noch irgendwie so Speicherkarten dabei, Mikrofon. Das ist auch echt gut, der Zustand, alles. Kannst du CDs angucken. Wieso ist deins? Also PS4 ist auch noch, also wir verkaufen es zusammen. Ein paar PS4-Spiele sind auch noch da. Gebrannte CDs hat er auch. Ich weiß nicht, die habe ich damals geschenkt bekommen von meinem Cousin. Sie kennen ja meinen Vater. Echt? Marian. Ja, ja. Also Spiele hast du ja keine, wenn Dinge. Ja, genau. Aber ich glaube auf so da waren noch so Speicherkarten dabei. Da ist noch eine. Echt. Ja, und du willst ausbezahlt oder was anderes mitnehmen? Ja, ausgezahlt. Also einmal die Spiele, die gehören ihm und was jetzt von der PS2 ist. Achso, das sind deine Vierer. Genau. Wir wollten die zusammen verkaufen, vielleicht gibt es ein bisschen mehr oder so. Achso, Mensch, Vielfaltigkeitsrabatt. Ja, ja, genau. Also das sind 30 Euro und das sind 25 Euro. Aber 30 Euro darf ich schon ein bisschen wenig. Das ist ja Rainbow und der Black Ops, das ist ja neueste. Ja, aber Black Ops, ja, was ist das neueste, ja, aber. Ja, schon jetzt noch neueste. Liegt ja, glaube ich, immer noch bei 50 Euro. So. Ja, für wie viel sind die CDs eigentlich? Ja, das jetzt lange angefangen, 10 bei mir, wie hast du? Ja, du 25 für die, gibst du. Ich würde mehr. Boah, ist das. Schauen wir mal. Nee, also mehr gebe ich nicht. Sorry. Ich muss auch leben. Bei der kannst du auch nichts machen. Also der Controller ist auch schon ausgenudelt. Also der ist total
Also ich will jetzt auch nicht schlecht reden, aber da ist echt nichts mehr und das. Nee, also. Ja, mach mal 70 für alles. Nee, ja. 60. Aber 60 ist 60, 30 plus. Kannst mach mal für, 60. Kannst du mir für die 30 geben? Also machen wir 60, 30. Ja, danke. Naja, das geht nicht. So. Perfekt. Bitteschön. Also, ciao. Ciao. Hallo. Hab wieder was gefunden. Oh je. Wasser ist ja nicht schlecht. Ja, es geht. Dann schauen wir mal. Nintendo 64. Ja, komplett was cool, aber so als Modul. Ja, wenn die Ding Verpackung wäre, ja. Die Verpackung ist. Also das sind 15 Euro und das 5 Euro. 25. Also Tarzan sehe ich hier, geht teilweise jetzt, also bei eBay habe ich geguckt, 13,15 Euro weg, ja, mal 28, mal 16,50. Aber bis 60 gehen sie zum Teil, ja. Aber nicht als Modul. Sie müssen ja unterverkauft werden. Ja, 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 nein, das verstehe ich auch. Das Formel 1 ist eh nichts. Das sei ja nicht. Ah, 25. Oh, ein Rucker. Bei Tarzan läuft ja gut. Das ist immer gut, wenn der Kunde immer weiß, was gut läuft. Nee, ich will es jetzt auch nicht schlecht machen, Gottes Willen. Ja. Naja, aber ausnahmsweise ja. Die sind halt super. Sag ja, ich sammle das ja für den Führerschein meiner Tochter. Weil die Jungen kriegen das ja nicht hin. Ja. Da muss ja der Vater das. Alles klar. Kämpfer. Jo. Also. Jo, ciao. Bis dann. Okay. Ciao. So. Das ist verloren gegangen. Einmal Kirby. Doch nicht 25 Euro, wa? Nee, hä? Es ist immer dasselbe. Immer dasselbe, ja? Immer dasselbe. Ich hab's ja eingesehen, dass man so ein Spiel nicht für 25 Euro bekommt. Ja, man bekommt welche, aber halt nicht die guten, sagen wir es mal so. Ja. Mit Karte wollte ich. Ja, bitte. So, Moment, lege ich Ihnen das da drauf. Was kam jetzt? Falsche Geheimzahl, ich weiß nicht. Also vielleicht Moment, ich mich verdrückt. Ja, das kann schon sein. So, jetzt nochmal. Ja. Langsam, aber fort. Oder ist die Karte von der Omi? Nein. Nein? Nein, ist schon meine. Jetzt geht's, wetten? Hoffentlich. 1, 2, 3, jawohl. Das wäre schlimm. Junger Mann, du hast Glück gehabt. Die Mutti ist jetzt fast versaut. Hä? Ja, danke schön. Oder es war Absicht, weißt du? Ein Versuch war es wert. Ja, genau. Oh nee, Sohn, tut mir leid, ich weiß nicht mehr. Also tschüss. Tschüss, vielen Dank, ja, ciao. Oh, sie haben was gefunden. Geht so, oder Tüte? Das geht so. 5 Euro, bitte. Die ganze Tasche voller Geld. Voller Geld nicht mehr. Nicht mehr, oje. Ich würde mal die Tasche wegen aufräumen. Sie findet da ja gar nichts mehr.
Das ist wie bei meiner Frau, die kuschelt auch immer. Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Ist ja gut versteckt. So, jawohl, vielen Dank. So, ein Buch weniger von 3.300.000. So, Dankeschön. Danke auch. Hallo. Ade. Tschüss. So, meine lieben Zuschauer, nun ist die Folge wieder zu Ende. Und ja, wir machen jede Woche eine neue Folge. Es gibt ja genug hier zum Filmen. Jetzt mache ich mich mal wieder auf den Weg auf den Flohmarkt und filme auch mal wieder Flohmarkt-Szenen. Ich habe da immer live gestreamt, aber jetzt muss ich auch mal wieder Flohmarkt-Folgen machen. Es gibt ja aktuell wieder Flohmärkte. Also ich hoffe, wir finden was Geiles zum Filmen. Ich bin auch mal gespannt. Ich hoffe, ich kann euch mal nächste Woche eine Flohmarkt-Folge anbieten. Mal schauen, was dieses Wochenende bringt. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall vielen lieben Dank für den ganzen Support, fürs Zuschauen, für die Likes, für die Abos und was weiß ich was nicht alles. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr euch ein Like da lässt oder uns sogar ein Follow da lässt. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video live geht. Also, wir sehen uns die Tage. Immer wieder, euer Crescho. Tschüss.